Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es zum zweiten Mal um das X-Log-System, heute aber um das Thema Zubehör. Hier oben verlinke ich euch mal ein Video, wir haben nämlich das X-Log-System schon mal grundsätzlich vorgestellt, aber genau in diesem Video habe ich gefragt, wollt ihr ein Video zum Thema Zubehör haben? Ihr habt zu, ich glaube, 98% gesagt, ja, möchte ich haben, also machen wir heute für euch das Video, wo wir das ganze Zubehör mal vorstellen. Wie immer gibt es auch ein Gewinnspiel und zwar heute relativ umfangreich. Ihr könnt diesen Winkelschleifer gewinnen plus das gesamte Zubehör, was hier unten liegt und was wir heute vorstellen. Bevor wir aber richtig loslegen, möchte ich euch nochmal die Vorteile des X-Log-Systems zeigen und vor allem erstmal sagen. Es ist zuverlässig, einfach und schnell. Ja, einfach und schnell ist relativ einfach. Ich zeige es euch auch gleich nochmal. Wir haben hier den Schalter. Jetzt nehmen wir halt irgendeine beliebige Platte, zum Beispiel Platte, Scheibe natürlich, wie diese hier. Legen Sie rauf und es ist fest. Ja, also klick und ran. Was ihr jetzt eben auch gesehen habt, und deswegen ist es sicher, man kann die Scheiben nur in der richtigen Drehrichtung reintun. Finde ich eine super Sache. Und ihr habt gesehen, wie schnell es geht. Und ich werde euch noch einige Male heute zeigen, wie schnell man diese Platten dann wechseln kann. Denn ich schaffe es inzwischen so in 2,5 bis 3 Sekunden. Manche schaffen es sogar noch schneller. Auf jeden Fall ein riesen Vorteil zu früher, wo man die Schlüssel braucht und es festgemacht hat und so weiter und so fort. Ganz kurz, wir haben hier zwei Geräte, die auch schon X-Log-kompatibel sind. Wir haben hier den GWX 10-125 und den GWX 13-125. Die Namen sind eigentlich auch selbstsprechend. 125 steht für den Durchmesser der Scheiben, die man hier benutzen kann. Und GWX 10 steht für 1000 Watt, beziehungsweise GWX 13 steht hier für 1300 Watt. Ansonsten ist noch ein großer Unterschied zwischen den beiden, dass man hier beim GWX 10 die Geschwindigkeit nicht wählen kann. Das heißt, man hat immer eine feste Umdrehung von, ich muss es kurz ablesen, 11.000 Umdrehungen, eine ganze Menge. Und bei dem hier haben wir den Vorteil, dass wir die Geschwindigkeit regeln können. Hier hinten haben wir ein entsprechendes Rad und können hier das Ganze einstellen in der Geschwindigkeit. Ich möchte noch mal erwähnen, wie am Anfang schon, den hier könnt ihr heute gewinnen. Ihr bekommt also den hier plus die ganzen Scheiben und das ganze Zubehör, alles, wenn ihr unten mit uns kommentiert, eure Meinung vielleicht zum X-Log. Würde mich wirklich sehr interessieren, habt ihr schon X-Log? Wenn ja, wie lange braucht ihr eigentlich, um eine Scheibe zu wechseln? Ja, was ich ganz vergessen habe, diese Scheiben sind voll rückwärtskompatibel für die alten Geräte mit der alten Aufnahme. Finde ich eine tolle Sache. Auf die Art und Weise könnt ihr, ja, wenn ihr im Mischbetrieb seid, also noch alte Winkelschleifer habt und neue, nur noch die neuen kaufen, ansonsten müsst ihr wirklich ja zwei verschiedene Scheibenarten haben. Und das ist eigentlich schon eine gute Sache. Und wir werden gleich uns mal angucken, dass es eigentlich jetzt alle Scheiben, die ihr braucht, auch schon gibt. So, jetzt gehen wir gleich das ganze Zubehör, was wir heute hier im Video haben, mal durch. Aber denkt dran, das ist nicht alles, was es gibt, sondern es gibt das gesamte Sortiment an Zubehör. Ja, schaut dazu mal bitte unten in die Videobeschreibung, da findet ihr eine Übersicht. Wir gehen jetzt mal alle Scheiben einzeln durch und ich zeige euch, wie man sie benutzt. Kommen wir jetzt am Anfang gleich zu einem echten Highlight. Wir haben hier ein Blatt für Multimaterial. Wir haben hier am Rand, schauen wir mal hier, wir haben hier ein Hartmetallkorn am Rand. Ja, und hier Dehnungsschlitze, damit das Ganze nicht reißen kann, und können hiermit etwas machen, was ich mega finde. Und zwar können wir damit vor allem auch Holz schneiden. Ja, das ist eine tolle Sache, und zwar Holz mit Nägeln drin. Das ist ja immer so ein Problem, ja. Eigentlich ist es ja der Tod, den man normalerweise hat, wenn man Holz bearbeitet, wenn Nägel drin sind. Aber hier, und das zeige ich euch auch gleich, kann man ohne Probleme auch Holz mit Nägeln schneiden. Ansonsten natürlich auch pures Holz, das sieht man ja hier, kann man damit schneiden. Man kann aber auch so PVC-Rohre und Plaste damit schneiden, gerade für PVC-Rohre, Abwasserrohre und so weiter. Kabelkanäle, super. Und hier, man kann auch Gipskarton damit schneiden. Für
all das ist diese Scheibe super. So, wir wollen ja Holz schneiden, aber natürlich haben wir hier Schrauben drin. Jetzt müssen wir das Holz erstmal präparieren. So, einfach mal hier eine Schraube und noch eine Schraube. Alles klar. Hier haben wir jetzt eine universelle Diamanttrennscheibe, um Stein zu schneiden. Die Besonderheit hieran ist noch, dass man auch Stein mit Armierung schneiden kann. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Hier haben wir jetzt eine Topfbürste, ein sehr spezielles Thema. Wir sehen hier das gewendelte Metall. Wofür ist das eigentlich da? Man kann damit zum Beispiel Metall, was von Rost besetzt ist, große Flächen abschleifen. Man kann aber auch Farbe und Lack abschleifen. Man könnte zum Beispiel auch einen Unterboden behandeln. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man Rost entfernt. Hier haben wir jetzt den absoluten Klassiker für einen Winkelschleifer, nämlich ein Blatt, um Metall zu trennen. Das Blatt hier ist nur 1 Millimeter stark, ja, hat man also einen sehr dünnen Schnitt und ist aus Aluminiumoxid und ist schwefelfrei. Das erlaubt natürlich, oder das ist natürlich sehr wichtig, um wenn man Metall und Eisen schneidet, dass dann entsprechend ja kein Rost hinterher entsteht. Jetzt haben wir etwas spezielleres Thema, und zwar haben wir hier eine Schleifscheibe, und zwar mit einer 80er Körnung. Jetzt können wir das so natürlich nicht einfach so einspannen, dafür gibt es hier diesen speziellen Clip und das tut ihr einfach hier rein. Aber jetzt einfach so das Ganze festzumachen, das wäre ein bisschen riskant, denke ich mal, so macht man das natürlich nicht, sondern man hat hier entsprechend eine Unterlegscheibe, das kommt hier rein und dann wird das Ganze einfach nur noch hier oben reingeklipst. Jetzt hätte ich euch fast vergessen zu zeigen, wie das Ganze reingeht. Ihr habt also den Clip, ihr habt hier den Teller und das Ganze wird hier einfach eingesetzt. Klick und schon sitzt das Ganze bombenfest. Ja, ich konnte euch eben einen kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Zubehörsystem von X-Log zeigen und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen begeistern, wie schnell und einfach dieses 3 Sekunden klicken und wer schneller ist, bitte unten in die Videobeschreibung, aber dann mit Beweis reinschreiben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern, wie schön das Ganze funktioniert. Und vielleicht schreibt ihr mir doch mal rein, wie ihr diese Zeitlupenaufnahmen findet, auch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Mir macht das besonders großen Spaß, so eine Aufnahme zu erstellen, weil da sieht man mal wirklich, was eigentlich passiert, wenn man mit Werkzeug arbeitet. Beim ersten X-Log-Video habt ihr relativ viele Fragen gestellt und ich möchte jetzt nicht jede einzelne hier beantworten, sondern wer noch mehr Informationen haben möchte, schaut bitte unten in die Videobeschreibung. Wir haben die ganzen Fragen beantwortet und da findet ihr entweder einen Link oder die ganzen Fragen an sich, da muss ich nochmal schauen, in der Videobeschreibung. Was ihr da auch noch findet, ist ein Link zu jeder einzelnen Scheibe. Ja, da könnt ihr sehen, wieder im ehrlichen Preisvergleich, was kostet die Scheibe eigentlich und was kosten die Scheiben packen, weil manche dieser Scheiben, das ist ja sinnvoll, wie zum Beispiel hier, da gibt es ein paar mehr als eine Scheibe auf einmal. In dem Sinne würde ich sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.